So, nach einer kurzen Mittagspause, frisch gestärkt, geht's jetzt schön weiter. Irgendwo im Odenwald hier. Auch hier bin ich zuvor noch nie gewesen. Aber es sind hier ein Haufen, und das nenne ich, das sage ich jetzt bewusst, ein Haufen Biker sind hier unterwegs. Also die Leute, die hier durch den Ort fahren wie die Irren und die dafür sorgen, dass die Motorradfahrer insgesamt ein etwas schlechteres Standing haben bei der Bevölkerung. Also wenn man hier manchmal sieht, wie hier manche durch so einen ganz normalen Ort, ne, die können nicht da normal durchfahren, sowohl geschwindigkeitsmäßig als auch lärmmäßig, geht einfach nicht. Die müssen richtig schön niedriger Gang ordentlich aufdrehen. Ja, das ist echt kein Wunder, dass immer mehr Strecken für Motorräder gesperrt werden. Was ist denn hier los? Mofa-Rallye oder was? Smoking Turtles? Smoking Turtles MC. Das ist ja auch geil. Mofa Motoclub. Schöne Dinger. So, jetzt müsste man eigentlich jeden Moment irgendwann an der Neckar kommen. An der Neckar! Und da sind wir bald! Immer wenn ich was sage, dann quasselt mir der Janik dazwischen. Das ist doch nicht auszuhalten, ehrlich. Drum, drum, drum. Wald Michelbach. Uralte Kiste. Opel Diplomat ist das, oder ein Admiral? Ich glaube, ein Diplomat. Das müsste irgendwas Mitte, Ende 70er Jahre sein, das Ding vom Baujahr her. Einfach nur schön. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin schon in der Schweiz. Nee, nee. Wir sind jetzt gerade mal von Hessen nach Baden-Württemberg reingefahren. Wir sind irgendwo Landkreis Heidelberg, aber wo genau, ja. Vorhin habe ich es gesagt, habe ich schon wieder vergessen. Flockenbusch, glaube ich, war hier irgendwas.
stand da. Und es sieht so grandios geil aus, die Landschaft. Wo möchte gar nicht glauben! So schön ist er! Jawohl! Gut, aber wie gesagt, es gibt ja den GPX-Track hinterher, sowohl als Track als auch als Route für euch zum Runterladen. Ihr könnt also dann minutiös genau nachfahren, meine Strecke, wenn ihr jetzt hier zuschaut und der Meinung seid, Mensch, wo der lang fährt, da muss ich auch unbedingt mal lang fahren. Alles kein Problem, Gradmelder 24 sorgt für euch. Einfach Route runterladen auf motovlog.gradmelder24.de. Wahrscheinlich, wo ich es dann genau hinpacken werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich da noch eine extra Sparte namens Routen. Was vielleicht eine ziemlich coole Idee ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Und da stelle ich dann die Routen vor, die ich gefahren bin, und stelle gleichzeitig diese Routen als GPX zum Downloaden und zum Nachfahren zur Verfügung. Das ist auch eine tolle Idee, also ich bin begeistert. Ist ja schon geil, so mit Navi, ne? Ganz ohne Zweifel eine der großartigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Wobei, eigentlich ja erst des 21. Gab es eigentlich vor 2000 schon nennenswert brauchbare Navis? Ja, doch, ich glaube schon. Dieses, wie hieß es, 276 oder 278? Das ist doch schon so alt, ne, oder? Ich glaube schon, und zweitens ist es auch vollkommen egal. Ich bin viel zu früh in Großwilas. Wir sind jetzt bloß noch 62 Kilometer, das heißt so noch eine Stunde, dann wird es 16.30 Uhr, halb fünf. Da ist der Nobby noch nicht da in der Zeit. Da ist ja gerade mal daheim. Der ist nämlich gerade unterwegs von Cannes, Frankreich. Da war der übers Wochenende. Und da muss er natürlich jetzt erst nach Hause fahren. Schwingt sich dann auf die Adventure und fährt dann mir entgegen, wo er sich dann mit mir in Großwilas trifft. Gleichzeitig mein heutiges Etappenziel.